32, glaube ich. Also beziehungsweise die gesamte Wohnung hat 64. Ich wohne halt nicht alleine hier. Mein aktueller Mitbewohner ist sehr ruhig und so und stört es auch nicht, wenn ich sehr ruhig bin oder nicht sehr ruhig bin, von daher. Ist schon relativ gut. Das einzige Problem ist halt, dass man im Winter wahrscheinlich, wenn es kalt wird, die Gasbeheizung hier für Heizung auf Minimum stellen muss, anstatt sie auszulassen. Und ja. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum Winter im Spiel weit genug für den Publisher zu bringen. Wann ist Winter? Anfang November, ne? Ah, ich habe gewonnen. Ende Dezember? Wie komme ich denn auf Ende November? Keine Ahnung. Ist im Prinzip eine komplett bescheuerte Idee, jetzt einfach zu sagen, ja komm, lass mal hier Spiel programmieren. Es ist alles, was irgendwie nicht richtig sein kann, gerade nicht richtig. Aber... Ey, wen juckt's? Obdachlos kann man auch später noch werden, von daher. Warum nicht? Und dann habe ich einen Publisher gesucht und keinen gefunden. Dann habe ich es ohne Publisher veröffentlicht und habe ich 2 Exemplare verkauft. Aktuell gelogen. Ich habe kein Exemplar verkauft. Ich habe es mir nicht mal selbst gekauft. Delfino kauft bestimmt 2000 Exemplare für 20 Euro oder so. Da kennt Delfino nichts. Der kauft das und dann macht er 10 Reviews mit seinen 10 verschiedenen Accounts und dann läuft das schon mal. Delfino macht das. Kauft einfach jeden Tag 10 Mal mein Spiel. Das macht er ein Jahr lang, dann habe ich doch schon mal gut verdient. Acht Zimmer gibt es dort wohl. Das wird voll. Ach du Scheiße. 8 Zimmer. Also meinst du jetzt so insgesamt oder meinst du, dass da 8 Leute dann wohnen? Ist jetzt nicht so ganz ersichtlich. Stell mir aber scheiße vor, weil... Ach Leute, 20 Quadratmeter. Naja, das geht ja noch. Stell mir vor, 8 Leute auf 20 Quadratmeter. Moment, killt mir das nicht ins... Ach ne, das war eine andere Attacke, die mich instant killt. Ist klar. Ja, hallo? Preise steigen, ne? Da muss man halt auch mal
8 Leute auf 20 Quadratmeter unterbringen für 760 Euro kalt. Machst du nix? Der arme Vermieter muss ja auch von irgendwas leben. Der hat nur 17 Häuser. Wenn das so weiterläuft, so schlecht und so schlimm, muss er vielleicht noch eins verkaufen. Das willst du doch auch nicht. Ich meine, klar, du als Ossi möchtest natürlich Sozialismus zurückhaben, die alle enteignen und erschießen, aber das geht halt nicht. Denn das ist hier der freie Westen, weißt du? Da darf jeder so viele Häuser haben und Geld aus Mietern pressen, wie er will. Das nennt sich Freiheit. Was? Kapitalismuskritik jetzt. In meinem nächsten Podcast kommt morgen. Warum Kapitalismus scheiße ist. Wieso ich von einem Vermieter anzünden werde, oder was? So. Worum geht's? Ach ja, richtig. 20 Quadratmeter mit 8 Leuten teilen. Nimmt man das nicht auch Arbeitslage? Warum überhaupt wohnen? Ich meine, unter der Brücke ist es auch schön. Da könnte die Gaspreise auch völlig egal sein. So, kann ich jetzt langsam mal... Ich habe nicht mal einen Cup geschafft. Das ist wie letztes Mal, vor 2 Wochen, als ich eine Arena geschafft habe und in der zweiten verzweifelt bin. Ich habe doch eine Arena geschafft, ne? Ich habe irgendwas geschafft letztes Mal. Oh. Ich werde auch hier dran noch im Winter sitzen, glaube ich. Wie viel hat er gut lachen? Der besitzt ja 17 Häuser und erbt noch mehr, hat er gesagt. Da hat er natürlich auch kein Problem mit Wohnen. Der alte Bonze. Und in Bitcoin hat er auch noch investiert und Aktien und ach. Wählt auch immer die FDP. Weil er so viel Kohle hat. Dieser Mittelschichtler mit seinem Privatflugzeug. Also, der Euro ohne Möbel, ohne WG. Was war der Quadratmeter? Was sind das für komische Angebote? Das ist doch viel zu billig. Wo steht denn das Haus? Steht das da irgendwie so auf einer kleinen Insel, die... von der man nicht mehr runterkommt, wenn das Wasser steigt. Lass mich raten, das Internet kostet da 120 Euro wie bei dir. Warum kämpfen wir noch weiter? Das wird eh nix. Ach komm. Nein. Ich meine, ich weiß, es gibt da immer so ein paar ganz seltsame Angebote, wo man sich denkt, das kann gar nicht sein. Wo man schon am Preis sieht, dass es irgendwie merkwürdig irgendwas ist, irgendwas ist das da nicht richtig. Wieso ist das so billig? Und dann gucken wir es intensiv aus der Nähe an und stellt fest, es ist so billig, weil es kein Wasser und keinen Strom gibt.
Kein Witz, habe ich schon gesehen. Oder flügen. Denkst dir schon wieder Namen aus. Sollst du doch nicht machen. Eine Rüge ist kein Ort. Ist Donnerblitz trotzdem effektiv? Nee, ne? Ist egal. Sieht zuerst dran und killt mich. Natürlich nicht, warum sollte es auch sowas nehmen? Wir stattdessen Feuer, Eis, warum nicht Feuer? Ja, ist eh egal, wir sterben jetzt, oder? Nee. Rügen ist die größte deutsche Insel, sollte man kennen. Nein, Rügen ist ein Wort. Guckst du? Eine Rüge ist ein Wort, das gibt es dir so im Internet ein. Und ich hasse so irgendwo den Duden. Ja, der Duden. Rüge. Rüge. Und das ist ein Tadel unter bestimmten Umständen. Der Plural ist dann Rügen. Also Rügen mit N am Schluss. Das heißt also, Rügen ist keine Insel, das ist die Mehrzahl von Rüge. Und Rüge ist ein Tadel. Was willst du mir jetzt mit diesem Stopp sagen? Hm? Nein, wir reden über Rüge, nicht über Stopp. Hör doch mal zu. Außerdem habe ich wollte das Nightmare gespielt, da gab es keine Nation, die Rügen hieß. Und also kann das keine Insel sein, weil sonst wäre das eine eigene spielbare Nation. Moment, was? Aber ich habe das Pokémon geändert, warum ändert er denn seins nicht? Muss ein Bug sein. Die KI kann das doch. Die KI kann das halt wirklich. Die hat da nichts ausgewählt. Die legt das erst fest, nachdem man gestartet hat. Mich würde es nicht mal wundern, wenn jetzt die anderen zwei Pokémon noch nicht mal festgelegt sind. Beide Umbruchstationen des Mehrfamilienhauses. Führt über Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur, Kuh. Das passt doch gar nicht in 25 Quadratmeter rein. Das ist ja nicht abnüssig. Das sind doch dann keine 500 Quadratmeter, das ist mich verarschen.
oder? Nee, wenn du... So ein Zimmer wäre schon... Ja, könnte vielleicht gar nicht so hinkommen. Klingt ja riesig. Was? Das klingt irgendwie komisch. Nee, das kann nicht hin. Das kommt doch nicht hin bei 25 Quadratmetern. Alles Mini. Wenn Dusche und Klo dasselbe Objekt sind. Wenn Dusche, Klo und Küchenspüle ein und dasselbe sind. Dann kommt das hin. Wohnzimmer ist größer. Man kann das Fenster aufmachen, dann ist draußen praktisch innen und man hat Millionen von Quadratkilometern. Hat die Erde von Millionen von Quadratkilometern? Ja, bestimmt. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Was? Das ist eine Elektroattacke. Das Ding ist ein... Was? Hä? So ist das nicht sehr effektiv. Achso, sehr effektiv. Es ist. Ich glaube, es ist einfach durch. Es ist heute für heute, glaube ich, einfach durch. Es ist. Es kommt noch so eine komische DOS-Version. Xbox hat auch schon ewig keine verschiedene Version mehr rausgebracht. Ah, das finde ich immer so kacke. Wenn sie jahrelang keine stabile Version rausbringen, wie zum Beispiel DOSBox oder auch Dolphin, dann sagen, ja, benutzt doch hier die Entwicklerversion und dann gibt es halt nur Entwicklerversion für Windows. Und vielleicht noch Mac und dann, wenn du Linux benutzt, dann ist sie einfach selbst kompilieren. Und ist auch nicht im Paketmanager drin, weil da keine. Seit Ewigkeit, ich habe das falsche Programm genommen, keine neue Version mehr offiziell rauskam und das Ding selbst zu bauen einfach die Hölle ist. Ich liebe es. Küche, Wohnzimmer, Fenster. Ja, natürlich. Machst du auf, dann ist draußen auch noch Teil deiner Wohnung. Gut, dass es verwirrt ist, diese Verwirrung, aber nie irgendwas bringt, wenn es... Küche hat ein Wohnzimmer, dann kann... Küche hat ein Wohnzimmer, kannst du ins Fenster gucken. Nein, Küche hat ein Fenster, wenn du es aufmachst, kannst du ins Wohnzimmer gucken. Ah, ist nicht mehr länger verwirrt. Schade, ist auch so nützlich. Oh, das wäre so lustig. Wir haben hier Fenster. Hier, in der Küche ist ein Fenster. Wenn sie das aufmachen, dann haben sie... Ich hab...
Natürlich ging das jetzt daneben. Gut, das reicht für heute. Leg mich hart am Arsch. Ja, wir haben heute, was haben wir geschafft? 3/4 eines Cups. Nach 3 Stunden habe ich 3/4 eines Cups geschafft. Sind es 3/4 oder bin ich jetzt nur bei, habe ich nur 5/8 geschafft? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind nur 5/8. Mit Safe States habe ich nach 3 Stunden 5/8 eines Cups geschafft. Und das ist noch Superball. Danach kommt Hyperball und Meisterball. Oh Gott. Zwei Meter war das gleich der FKK-Stand. Ah, ich verstehe. Das erklärt, warum die Wohnung so billig ist. Oh. Ja, aber apropos FKK-Stand, wir machen jetzt Schluss. Und in 2 Wochen machen wir dann hier weiter. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich da gesavestellt habe. Weil wenn doch und ich lade das nicht und überschreibe, dann habe ich gar nichts geschafft. Oh Gott. Ja. War doch schön heute. Dann sage ich mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.